here we go. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Mario Kart Deluxe. Es kam schon lange kein Let's Play mehr. Und derzeit sind eigentlich auch noch zwei andere Projekte am Laufen. Da ich aber momentan keine Lust wirklich auf diese Projekte habe, kommt jetzt erstmal der Kart Racer im 150er CC. Selbstverständlich mit Rosalina und diesen Bike-Eigenschaften. Wir spielen mit dem Standard-Bike, den Slick-Reifen und dem Goldgleiter. Ich bin nicht sehr gut im Kart-Racing, was Mario Kart 8 betrifft, deshalb bitte ich um Nachsicht. Ich habe jetzt mal für diese Videoreihe die Schlaustellung ausgemacht, aber sonst fahre ich im Privaten immer mit. Einfach nur, weil ich mir 200er und 150er nichts zutraue. Mal gucken, wie das hier chaotisch wird. Let's go! Der Start war schon mal auf jeden Fall sehr gut. Was die Tage jetzt auf jeden Fall passiert ist, ich habe am Freitag ziemlich schwierigen Zeug gepackt. Ach stimmt, das ist gar nicht Mario Kart. Die haben mir die Bikes genervt hier in dem Teil. Jedenfalls, wir sollten irgendwas mit einem Netzwerk machen. Das zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Beziehungsweise das wäre zu kompliziert, ihr würdet das eh nicht verstehen. Und ja, Tobias, ich spreche explizit dich an. Du sagst mir, tell me, I wanna know. Und ich erkläre es dann. Und du kopierst es trotzdem nicht. Also so basically auf solche Sachen läuft das hinaus. Schon wieder Vierter, weil ich immer ganz ekelhaft von irgendwelchen Shells getroffen werde. Na dann, here we go. Mal ein Pilz oder zwei rein. Lila Drift und ab geht's. Scheiße. Das muss ich jetzt aufholen. Oh gut, Ludwig ist in der Banane. Aber hier haben das Item nicht gekriegt. Fuck. Baby Luigi hat einen Pilz und das kann er sehr schnell wieder aufholen. Wir müssen uns beeilen. Oh, da wollte ich einmal die Lupe richtig einsetzen. Und dann kriege ich basically ein Arschtritt. Komm schon. Rosalina, das schaffst du. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön, sehr schön. Wasserpark. Also, für die, die den Hauptkanal nicht mehr schauen und stattdessen lieber den Kanal hier gucken, wobei ich das eher bezweifle. Eher ist es andersrum. Viele Leute gucken den Let's Play Kanal nicht. Und gucken dafür eher den Hauptkanal, weil der definitiv größer ist als der Gaming-Kanal hier. Ich würde mal sagen, hi, dass du Ehrenmann bist und den Kanal hier guckst. Dankeschön. Jedenfalls für die, die den Hauptkanal nicht gucken, wie gesagt, was ich jedenfalls bezweifle, ich bin ja in der AWG gezogen. Ich ja jetzt eine Ausbildung gemacht habe. Und da in der AWG ist es so, dass sämtliche
scheiß Webseiten gesperrt sind. Inklusive meinem Haupt-E-Mail-Provider Gmail. So ziemlich alles läuft über meine Gmail-Adresse und ich kann in der AWG nicht auf meine Gmail-Adresse. Weil Gmail in der AWG über den Firewall gesperrt ist. Ich meine solche Sachen wie Pornhub, dass die gesperrt sind, okay. Was ich aber nicht verstehen kann, ist wie gesagt Gmail, dass das gesperrt ist und das fucking 4chan eben nicht gesperrt ist. So Sachen wie 4chan sind nicht gesperrt. What the fuck? Das habe ich nicht auf dem Hauptkanal erzählt, weil der eher populärer ist, aber ich erzähle es hier, weil ich es mir auch hier erlauben kann, weil der halt momentan noch nicht die Größe davon hat. Außerdem, mein Zimmer liegt direkt an der Hauptstraße. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eher das Dorfkind bin und die Ruhe von Straßen gewöhnt bin. Das war sehr gut. Und deshalb habe ich mich auch tierisch aufgeregt, als am Mittwoch Donnerstag, Starkregen war, alles überflutet war und die Feuerwehr gefühlt alle 5 Minuten ausgerückt ist. Das Problem ist war, die Feuerwache ist direkt in der Nähe von dem alten Hotel, wo die AWG jetzt drin ist, die Außenwohngruppe. Was ich allerdings nicht verstehe, meine Lieblingsstrecke, here we go, zuckersüßer Canyon. Was ich nicht verstehe ist, warum lüfte ich 24/7 mein fucking Zimmer und der frische Farbgestank von der Renovierung, die AWG wurde komplett renoviert, als ich da eingezogen bin, beziehungsweise wurde. Warum lüfte ich 24/7, aber der fucking Farbgestank geht nicht aus dem Zimmer raus? Weiß da jemand vielleicht eine Idee? Wenn ja, dann schreibt sie mir bitte mal in die Kommentare. Anderes Thema, das mit der Feuerwehr ist halt schon scheiße. Noch beschissener ist aber, wie gesagt, die AWG liegt direkt an der Hauptstraße. Gegenüber von einer Tankstelle. So, und mein Zimmer liegt genau auf der Seite von der Tankstelle. Das heißt, nachts kann ich nicht schlafen, weil diese LED-Beleuchtung oder was auch immer, diese Röhrenbeleuchtung von der Tankstelle, das blaue Licht davon ist so aggressiv, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, weil mein Zimmer halb behellt ist. Real talk. Ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Und so sitze ich bis um 1 oder 2 Uhr morgens im Zimmer, nimm dann diese Videos auf, diese speziellen Videos, die ein paar kennen die bestimmt. Diese Dinge, die komplett Nonsense sind, wo ich extra einen fucking Disclaimer in die Beschreibung packen muss, dass die nicht echt sind, sondern gestellt. Ich spreche dich an, du Schlaganfall. Und dann erst hinterher sagen, ja, ich spiele doch nur mit. Also, ich habe echt keinen größeren Vollidioten unter meinen Kommentaren gesehen auf dem Hauptkanal als diesen Idioten, ey. Grüße an dich gehen nicht raus, solltest du den Kanal hier finden und das Video sehen. Tatsächlich hatte ich auch mal ein Problem mit einem Arbeitskollegen. Insofern, dass der alles so sämtliche Informationen komplett ins Unnötige ausweitet. Das haben wir aber in der Feedback-Runde tatsächlich besprochen und es bessert sich tatsächlich. Also ist tatsächlich sehr viel erträglicher. Und daraus habe ich gelernt, man muss nur alles sachlich verfassen und rückmelden bei Arbeitskollegen. Solange man kein schlechtes Verhältnis hat, ist dann alles cool und man kann dran arbeiten. Auch ich arbeite an mich und dafür bin ich in dieser Spezialausbildung, dass ich auch an mir pfeile. Ich bin keiner glücklich drüber. So. Letztes Rennen. Was soll ich mir jetzt noch aus dem Ärmel schütteln für ein Thema? Actually fällt mir gerade keins ein.
Woran habe ich eigentlich am kompletten Wochenende gearbeitet? Also am Wochenende, das ging mir echt zu schnell los. Ich nehme das aktuell hier am 19. September 21 um 1 Uhr morgens auf. 1 Uhr 2 haben wir gerade. Actually, ich mag das nicht. Also ich habe am ganzen Wochenende daran gearbeitet, dass der PC von Tobias läuft. Also nicht sein eigener PC, sondern der PC, den ich von Tobias, seinem Vater, geschnorrt habe. Den alten Office-Rechner, den ich nicht mehr brauche. Das Ding hat ein Pentium. Ein Zweikerner Pentium. Ah, fuck. Warte mal, da war was. So. Versucht, wie da steht. Wisst ihr, was das Witzige ist? Da ist ein Design for Windows XP Sticker drauf. Was mache ich? Versuche Windows XP zu installieren. Was geht nicht? Ja, Windows XP installieren. Ich habe es dann mit älteren Betriebssystemen versucht. Die sind im Installer geblue-screened. Wie immer das zustande kommt. Holy fuck. Aber naja, mit einem Gigabyte Arbeit, mit nicht mal einem Gigabyte Arbeitsspeicher kommt man heutzutage halt nicht mehr weit. Da muss man schon gucken, wo man bleibt. Letzten Endes läuft da jetzt Linux mit Debian drauf. Ach nee, warte. Gar nicht richtig. Linux Mint 20.1 läuft da jetzt drauf bisher. Einfach aus Nostalgie und damit ist er schon halb überfordert. Also der Arbeitsspeicher ist echt wenig. Aber er läuft und darüber bin ich froh. So. Das war's von dem Video. Mal gucken, was wir für Wertungen wir haben. 60 Punkte, ist doch sehr schön. Na, dann hoffe ich mal, dass wir die 3 Sterne haben. Goldpokal und 3 Sterne. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.